Nein, jetzt habe ich das Ganze mal mit Oszillator aufgebaut. Also, der hier, der Pin, das ist der Feedback-Pin. Das heißt, da kommt vom Emitter des Transistors die Frequenz über Kondensator drauf. Das ist der dritte von unten. Über einen 82-PF-Kondensator, also hier vom Emitter 82-PF auf den dritten Pin. Emitter 100 Ohm auf Masse. Bas ist mit einem 103er Kondensator, also mit einem 10 NF auf Masse und Basis noch über 100 Kiloohm auf Plus. Dann Kollektor über einen Draht, genau 15 cm hier auf Plus. Zwischen Emitter und Kollektor einen 22 PF Kondensator und ich habe jetzt Display und vom Kollektor 120 PF auf Kapazitätsdiode und das auf Masse. Die Kapazitätsdiode ist genau in Sperrrichtung gepolt. Das ist eine BA313. Gut. Dann habe ich hier noch vom Anschluss der Kapazitätsdiode einen 100 Kiloohm Widerstand und einen 10 N Kondensator auf die Audioquelle. Der mal 103, ja, 103 müsste 10 N sein. Jetzt ist ein 1 N, 102, ein 1 N auf die Audioquelle. Also minus Audioquelle auf Masse und hier den Kondensator auf die Audioquelle. Was noch fehlt ist, und zwar von der Kapazitätsdiode hier, ein 47 Kiloohm Widerstand auf den Pin von Regelkreis. Regelkreis heißt von den Pin von Regelkreis ein LQ auf Plus und ein 1 Kiloohm Widerstand und ein LQ auf Minus. Und LQs, die beiden jeweils 2,2 μF und die nur richtig polen, dass der Plusanschluss von denen auf Plus liegt und von dem LQ hier der Minusanschluss auch auf Minus. Ja. Ein 103, also quasi auch einen 10 N von Plus auf Minus direkt am PLL-Chip. Ja. Ansonsten wird die direkt vom PIC angesteuert. Der Quarz hier, 4 MHz Quarz, der schwingt etwas höher und die Leuchtdiode, das hatte ich alles im letzten Video schon gezeigt. Ich habe im Endeffekt jetzt nur einen ganz einfachen Oszillator dazu gebaut, also mit einem BC547C-Transistor, hier Emitter, Basis, Kollektor. Ja, dann werde ich das Teil mal anstecken jetzt und es dürfte eigentlich schon ganz gut funktionieren. Ich habe jetzt hier oben Plus angesteckt und ein Minus. Und den da mal anders eingestellt, also ihr teilt da wieder auf 5, LSI Test 0, Banddata 7, da kann man testen, ob die Kommunikation geht. Bei 8 muss es blinken und bei 6 leuchten 5 aus, 4, genau, lasse ich das mal auf 7, auf Standard, dann Anzeige mal 10, Schrittweite die 1, Frequenzzähler 0. Okay. So, jetzt müsste ich im Radio, ich bin jetzt auf 99,59, weil der leider etwas über der Frequenz schwingt. Genau, an der 500 MHz habe ich ein Brummen. Das liegt hier, weil der Eingang echt sehr empfindlich ist. Dann stecke ich mal einen Minidisc Player da an. Mal schauen. Mal Minidisc Player anstecken. Das ist das, mal 22 Minuten. Gut, bin auf 100 MHz und da auf 99,59. Jetzt gehe ich mal weiter runter, weil für Mike sollte ich ja einen Sender bauen, der bei 85 auch noch geht. Gehe ich mal auf 85 MHz. 90, 89, 88. 87, 86 mal auf 85. Genau, mal genau auf 85 MHz gehen. Jo. Jetzt gehe ich da auch mal auf FM 85 auf 85 MHz und da ist er wieder. Kann auch noch weiter runter. Warte. 84,5. Genau. Das ist auch wieder 84,5. Ja.
Dann ein Displayer hat ab und zu Aussetzer. Bin auf 84,5. Ja, PLI-Sender auf Lochraster aufgebaut. Weiß nicht, ob ich noch einen genauen Schaltblender zumachen soll. Die Schaltung an sich ist ziemlich einfach. Ein einfacher Ein-Transistor-Oszillator mit einem LM7001 und einem PIC und eine Anzeige dran. Ja, und da oben zwei Taster und da ein Taster fürs Menü, oben plus minus. Okay. Und der Mini-Displayer setzt aus, der hat Aussetzer. Mein nächstes Lied. Glaube ich, das hat weniger Aussetzer. Ja. Von der Qualität her speise ich das Audio ja direkt über den Kondensator, also 102K, also 1 NF und 100 Kiloohm auf die Kapazitätsdiode. Und wenn ich den draufbringe, schwingt der sehr schnell wieder ein. Ja, der schwingt echt sehr schnell wieder ein, bis auf der Frequenz. Und das hier ist genau Kapazitätsdiode, wenn ich da hinkomme. Also der gibt die Gleichspannung über 47 Kiloohm Widerstand auf die Kapazitätsdiode, regelt die Frequenz ein und das ist der Pin, wo der wieder Feedback kriegt, also wo die Frequenz anliegt, wenn ich das störe, regelt er natürlich gar nicht mehr. Ja. Aber so funktioniert die Schaltung super stabil und ich kann das Steckboard wieder für andere Sachen nehmen. Jetzt habe ich den Sender auf Lochraster aufgebaut. Okay,